Terminologie, die Grundlagen. In diesem Blog geht es darum, grundlegende Begriffe der Mensch-Computer-Interaktion zu vermitteln, grundlegende Begriffe zu erklären und zu verstehen, wie diese Begriffe im Kontext zu verwenden sind. Ich fange mit einer Definition an, aus dem ACM Sikai Curriculum. Human-Computer Interaction is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them. Das heißt, das ist so die allgemeine Definition. Es ist eine Disziplin. Es geht um Design, Evaluierung, Implementierung von interaktiven Systemen und alles, was eben darum herum noch dazugehört. Ein pragmatischer Blick darauf, den ich als Informatiker habe, ist, Mensch-Computer-Interaktion ist das, wie können wir es schaffen, dass ein oder mehrere Menschen mit ein oder mehreren Computern gut interagieren können und nicht nur mit Computern, sondern auch mit Daten. Wir kommen zum ersten Begriff, interaktive Systeme. Ein interaktives System ist ein System, das so schnell reagiert, dass wir das Gefühl haben, es reagiert sofort und wir sind in einem direkten Dialog, in einer direkten Interaktion damit. Und der Kontrast dazu historisch sind Geräte, wo man eben, man hat was programmiert, hat es hingebracht und irgendwann kam das Ergebnis zurück, eine Stunde später, einen Tag später. Wenn wir heute über Interaktion in Echtzeit sprechen, dann wollen wir eigentlich, dass so eine Reaktion innerhalb von 100 Millisekunden passiert. Das fühlt sich für uns an, wie wenn die Reaktion sofort da ist. Wir hören öfters auch den Begriff Interactive Computing. Das ist eher so der allgemeinere Begriff. Beispiele für interaktive Systeme. Interaktives System beschreibt keine Modalität. Es kann über verschiedene Modalitäten hinweggehen. Das können zum Beispiel grafische Benutzeroberflächen sein, wie zum Beispiel auf dem Windows 10 Rechner. Es können mobile Geräte sein, wie zum Beispiel ein Android-Telefon. Es können Spielekonsolen sein. Es kann ein Verkaufsautomat sein. Oder es kann auch eine Kommandozeile sein, auf der ich was eingebe und irgendwie die Ergebnisse zurückbekomme, sowas wie eine SSH-Konsole. Wir machen ganz kurz eine Mini-Aufgabe für Sie. Wenn wir jetzt die drei Dinge betrachten, die ich hier an den Rand geschrieben habe, und ich habe noch ein viertes dazu geschrieben, ein Video-Editor, ein Schild, ein elektronisches Schild auf dem Bahnhof, eine Textverarbeitung mit dem Textverarbeitungssystem LaTeX oder ein 3D-Drucker. Sind das interaktive Systeme? Was spricht dafür, dass die interaktiv sind, wenn wir die Definition von vorher betrachten? Und was spricht dagegen? In der Mensch-Computer-Interaktion ist es so, dass es häufig ein Abwägen gibt. Und was Sie hier jetzt mal versuchen sollten zu überlegen, was spricht dafür, dass es interaktiv ist? Und was spricht dagegen, dass es interaktiv ist? Und was kann ich tun, damit der Benutzer das Gefühl hat, es ist noch interaktiver? Pausieren Sie kurz das Video. Nehmen Sie eines der vier Beispiele und überlegen Sie, ist es interaktiv? An welcher Stelle ist es nicht interaktiv in Echtzeit? Also wo haben wir die 100 Millisekunden Reaktionszeit zum Beispiel nicht? Und wie ist es gelöst, dass es trotzdem ein interaktives System ist? Ich gehe ganz kurz durch drei von denen durch und gebe ein, zwei Kommentare dazu. Was wir hier haben, ein Video-Editor. Und da ist es so, solange wir jetzt unseren Video zusammenstellen, ist es sehr interaktiv. Wir können Videoclips reinziehen, können die verschieben, können Effekte dazu machen. Und am Ende kommt irgendwann der Produktionsschritt, wo wir sagen, jetzt den Video rendern. Und das dauert dann manchmal 10 Minuten, manchmal die ganze Nacht. Kommt drauf an, was man für ein Video hat und welche Funktionen man verwendet hat. Und da ist es eben so,
Die Interaktion ist in dem Teil, wo der Mensch das zusammenbaut. Das Rendern ist dann eben nicht mehr so interaktiv. Auf manchen Systemen gibt es aber zumindest Feedback, dass man sieht, was gerade passiert. Und somit wird eben die Interaktivität beibehalten. Das ist ein weiteres Beispiel. Das ist eine Anzeige. Und da ist die Frage, wie interaktiv ist die denn? Die ist natürlich interaktiv für den, der das einstellt, was da drauf ist. Aber für den Menschen, der am Bahnsteig steht, ist sie nicht interaktiv, weil er kann damit nichts tun. Das heißt, die ist nicht reaktiv zu dem Menschen. Beim Beispiel des Textverarbeitungssystems ist es ähnlich wie beim Videoschnittsystem. Wir können tippen und wir haben eigentlich ein sofortiges Feedback. Aber wenn wir ein größeres Dokument kompilieren, dauert es eine gewisse Zeit. Und da ist es eben auch so, dass wir durch Animationen dem Benutzer das Gefühl geben, dass es in Echtzeit passiert, obwohl die Animation vielleicht gar nichts mit dem zu tun hat, was im Hintergrund abläuft. Kommen wir zur nächsten Definition. User Interface. Im Deutschen häufig Benutzungsschnittstelle oder Benutzerschnittstelle. Beide Begriffe werden verwendet. Benutzungsschnittstelle ist der akademischere. Mit Benutzungsschnittstelle bezeichnen wir den Teil eines Systems, der zur Interaktion verwendet wird. Und der kann sowohl für die Eingabe verwendet werden, als auch für die Ausgabe, als auch für beides. Weitere Begriffe, die wir hier häufig sehen, ist Human-Computer Interface, HCI, Man-Machine Interface, Mensch-Maschinen-Interface oder Human-Machine Interface, HMI. Die Begriffe werden häufig austauschbar verwendet. Beispiele sind hier auch wieder unabhängig von der Modalität, zum Beispiel eine grafische Benutzungsschnittstelle auf einer Webseite, ein Sprachinterface wie zum Beispiel mit Alexa oder Knöpfe, Schalter, Hebel, wie wir das in einem Cockpit vorfinden. Es gibt einen ISO-Standard, den ISO 9241-210. Und da gibt es die 2019er Version und da sind eine ganze Menge an Begriffen definiert. Zum Beispiel Benutzer, die Person, die mit dem System, Produkt oder Service interagiert. Der Kontext der Benutzung ist die Kombination aus Benutzer, Ziel, Aufgabe und den Ressourcen und der Umgebung. Und hier ist auch eine Definition für interaktives System. Die Kombination aus Hardware und oder Software und oder Service und oder Personen, mit denen der Benutzer interagiert, um ein spezifisches Ziel zu erreichen. Das ist natürlich eine sehr, sehr generelle Definition und die hat auch den Echtzeitcharakter hier nicht mit drin. Und User Interface, was wir ja schon auf der letzten Folie hatten, wird hier so definiert, alle Komponenten, Software und Hardware, die Informationen zur Verfügung stellen und den Benutzer in die Lage versetzen, das System zu kontrollieren. User Interface Design, eine weitere Definition. Im User Interface Design geht es darum, das User Interface zu entwickeln, zu designen. Und dabei geht es darum, welche Modalitäten werden gewählt, welche Elemente, Widgets werden verwendet und wie werden die im Interface platziert. Das heißt, es geht sehr stark um das 2D oder 3D Interface Design. Das heißt, wie sieht das Interface aus? Ein weiterer Begriff, das Interaktionsdesign geht darüber hinaus. Und hier habe ich mal zwei Definitionen. Eine aus dem Interaction Design Buch von Breeze, Rogers und Sharp. Designing interactive products to support people in their everyday and working lives. Also eine sehr allgemeine Definition. Wir bauen Systeme, die Menschen unterstützen in dem, was sie tun wollen. Oder die Definition von Terry Winograd. The design of spaces for human communication and interaction. Also sogar über das Gerät hinaus hin in den Raum, wo ich eben die Interaktion und Kommunikation von Menschen unterstütze. Hier habe ich eine weitere Definition von interactiondesign.org, was eine Webseite ist, auf der sehr viele Ressourcen in dem Thema zu finden sind. Interaction Design is the design of interactive products and services in which a designer's focus goes beyond the item in development to include the ways users will interact with it. Also das heißt, es geht nicht nur um jetzt das Interface
um die 2D-Darstellung, wie wird es auf dem Bildschirm gerendert, sondern es geht um die gesamte Interaktion. Also es ist ein größerer Blick drauf, was macht der Mensch damit. Und in den letzten 10 Jahren ist der Bereich User Experience sehr stark gewachsen und dabei geht es darum, User Experience Design. Das heißt, das ist nochmal ein allgemeinerer Blick drauf. Das heißt, wie kann ich die Experience, also die Benutzungserfahrung, die eine Person hat, wenn sie ein System nutzt, wie kann ich die beeinflussen durch mein Design? Und das geht dann natürlich, beinhaltet das Interface, aber es hat eben ganz viele Punkte drumherum. Und deshalb haben wir da auch nochmal einen extra Block, wo wir die Begrifflichkeiten, die Terminologie im Bereich User Experience Design besprechen. Wir haben 3 weitere Begriffe, die immer wieder vorkommen. Utility, Usability, Likability. Utility sagt die Nützlichkeit. Das heißt, tut ein System das, was es tun soll. Ich habe eine Suchmaske auf einer Webseite. Wenn ich mit der suche, funktioniert die Suche. Unabhängig davon, wie gut es zu bedienen ist, funktioniert. Das ist die Grundfunktion gegeben. Wenn die Grundfunktion nicht gegeben ist, brauche ich mir um Benutzbarkeit gar keine Gedanken machen. Der nächste Schritt ist Benutzbarkeit. Ist das System benutzbar? Kann ich es benutzen? Ist es einfach zu verstehen? Und da werden wir jetzt gleich noch sehen, da gibt es eben Definitionen auch, was Usability ist. Sobald das Produkt funktioniert, kann ich die Frage stellen, ist es denn auch benutzbar? Funktioniert es nicht nur, sondern kann ich es auch, kann der Mensch, der es nutzt, herausfinden, ganz einfach, wie es zu benutzen ist. Der dritte Punkt hier ist Likability. Der ist so ein Stück weit orthogonal zu den anderen Begriffen. Mögen die Benutzer das Produkt? Und das muss nicht unbedingt mit Benutzbarkeit zusammenhängen. Typischerweise sollte es mit Utility, also mit der Nützlichkeit zusammenhängen. Aber es gibt eben Firmen, die sind in der Lage, die schaffen es, den Nutzer an sich zu binden, ein Produkt so zu gestalten, dass es der Nutzer möchte und dass er es eben mag. Und wenn man was mag, dann verzeiht man viel einfacher. Und das ist eben bei Produkten auch so. Wenn sie schaffen, dass der Kunde das Produkt liebt, dann verzeiht er auch den einen oder anderen Fehler, das ein oder andere Usability-Problem. Eine Definition für Usability-Benutzbarkeit von Jakob Nielsen ist: Usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use. The word usability also refers to methods for improving ease of use during the design process. Also er sagt, das ist auf der einen Seite eine Qualität, Benutzbarkeit, aber es ist auch gleichzeitig der Prozess. Das Wort beschreibt auch den Prozess, mit dem ich was benutzbar machen kann. Und er hat insbesondere 5 Komponenten dafür beschrieben. Das eine, wie einfach ist es, dass es erlernbar ist? Wie einfach ist es für Menschen, das Produkt zu erlernen? Wie effizient ist es, das Produkt zu nutzen? Wie einfach kann ich mich daran erinnern, wenn ich wiederkomme? Ich habe das Produkt genutzt, vielleicht vor 4 Wochen und ich komme zurück. Muss ich wieder von vorne anfangen? Muss ich es lernen oder weiß ich es noch? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Ist es einfach, dass ich Fehler mache? Ist es einfach, dass ich wieder, wenn ich einen Fehler gemacht habe, das rückgängig mache? Und der letzte Punkt ist, wie zufrieden macht mich die Nutzung des Produkts? Und wenn wir jetzt schon die ersten 2 Punkte ansehen, dann sehen wir, dass da auch ein Trade-off da sein kann. Und das ist sehr häufig. Das heißt, was ist vielleicht ich kann ein Produkt bauen, das sehr einfach zu erlernen ist, das ist aber vielleicht nicht ganz so effizient. Oder ich kann ein Produkt bauen, das sehr effizient ist, dann muss ich vielleicht etwas mehr in das Lernen des Produkts investieren. Auch hier sehen wir, dass die Designerin, der Designer müssen Sachen gegeneinander abwägen und eben ein gutes Design vereinigt eben die Komponenten so, dass eine gute Benutzbarkeit entsteht. Es gibt auch eine Definition in dem ISO-Standard zum Thema Usability, die sagt: Extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. Also auch wieder, es soll effektiv sein, also Utility, es soll effizient sein und es soll Spaß machen.
Und User Experience, the user's perception and response that results from the use or anticipated use of a system or product. Was hier ganz spannend ist, ist es sozusagen, welche Nutzererfahrung aus dem Nutzen resultiert oder welche Nutzererfahrung aus dem, nur dass ich mir vorstelle, dass ich es nutze, resultiert. Das ist ganz spannend, weil häufig, wenn Benutzer die Kaufentscheidung treffen, dann antizipieren sie nur, dass sie das benutzen. Und das spielt hier in der Definition für die User Experience im ISO-Standard mit rein. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und was hier auch definiert wird, ist Human-Centered Design. Und dabei geht es darum, dass wir interaktive Systeme mit dem Mensch im Blick designen. Und dazu gibt es auch noch einen extra Blog. Wenn Sie die Fragen beantworten können, dann haben Sie vermutlich verstanden, was hier im Blog, in diesem Blog erzählt wurde. Und hier habe ich noch einige Referenzen zu dem Thema. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank.